Wir haben insgesamt bei den Wettbewerben haben wir 78 Gruppen. Wir haben verschiedene Kategorien, sowohl von der Stimmung her und dann auch von der Leistung, also von der Schwierigkeit. Und grundsätzlich haben wir Pflichtstücke und Selbstwahlstücke. Die Pflichtstücke sind vorgegeben, also gewisse Signale oder Jägermärsche, Fanfaren. Das war jetzt Aufmunterung zum Treiben. Der Vorsitzende der Jury sagt diese Stücke immer an, die geblasen werden sollen. Und das sind eben sogenannte Pflichtstücke, die vorgegeben sind, die alle Bläsergruppen dasselbe spielen müssen. Österreichischer Jägermarsch. Also Tempo, Dynamik, Rhythmus und Artikulation, Stimmung und Intonation, Zusammenspiel, notengerechter Vortrag und dann die musikalische Gestaltung sowie eben der Gesamteindruck und das Auftreten der Gruppe. Es ist ein Respekt dem erlegten Wild der Kreatur gegenüber. Und das ist, wie gesagt, seit Urzeiten schon so. Früher hat man dann noch eben gesagt, also Versöhnung mit dem Tod, dass da nichts passiert, so auf die Art. Heute, wie gesagt, ist das eben Überlieferung und Respekt dem erlegten Wild gegenüber. Das Horn war immer Mittel zur Verständigung und daher auch seit Urzeiten auch mit der Jagd natürlich verbunden. Ursprünglich waren Tierhörner in Verwendung, später dann auch solche aus Metall. Man kann aber nur immer einen Ton. Und in den alten Signalen waren eben durch die Tonlänge, so ähnlich der Morsezeichen, hat man eben Signale dann geblasen. War natürlich dann teilweise auch von den Elefanten, der Olifant ist bekannt aus der Geschichte. Und das waren eigentlich die Vorläufer der Hörner dann. Dammhirsch tot. Francisco Josefinum ist 150 Jahre alt und Schloss Weinzierl mit dem wunderschönen Park rundherum, glaube ich, ist für einen Wettbewerb dieser Art was Besonderes. Josef Haydn hat hier im Schloss Weinzierl einige Zeit verbracht, hat hier komponiert und somit ist das absolut passend, dieser Ort hier. So, und jetzt das Pflichtstück, die Weinzierler Festfanfare bitte. Wir haben Gott sei Dank eine relativ durchwachsene Altersstruktur. Wir haben die Weisheit des Alters sozusagen und den Elan der Jugend. Aber der Trend ist Gott sei Dank auch beim Jagdhornblasen in Richtung jüngere Teilnehmer. Wir brauchen natürlich ein gewisses musiktheoretisches Grundwissen und natürlich dann, man muss trotzdem üben, auch wenn das Jagdhorn als Naturhorn nur wenige Töne hergibt, um das sozusagen, ist natürlich ein ständiges Blasen und Üben wichtig, dass man einen Ansatz, wie man so schön sagt, kriegt und diesen natürlich auch erhält und nach dem richtet sich dann natürlich auch die Leistung.
Ein ganz besonderes Fest, Jagdhornbläser aus ganz Österreich, internationaler Wettbewerb, und freut mich sehr, dass ich heute Gastgeber sein darf. Deswegen bin ich hinter der Bar. Was hat denn die Jagdhornbläsermusik in Niederösterreich überhaupt für einen Stellenwert? Enormer Stellenwert, über 120 Gruppen, Tausende, die mitmachen, es werden immer mehr, auch Frauen. Und vor allem die Qualität steigt, das sieht man in den Bewerben enorm, was die Musikalität betrifft, und da können wir wirklich drauf stolz sein. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Jagd in Niederösterreich. Internationale Jagdhornbläserwettbewerb. Freunde aus der Schweiz sind hier, aus Deutschland, aus Bayern, aus Polen. Musik verbindet ganz einfach. Und für mich ist Jagdhornmusik, so wie Musik generell, das macht ein Fest erst zum Fest, wenn Musik dabei ist, ein Fest. Ich bin selber leidenschaftlicher Musikant, und deswegen freut sich, dass es heute so gut funktioniert, und vor allem, dass der Wettergott heute noch aushält. Ja? Ein ganz wichtiges Signal ist das Signal zum Essen. Also das ist einfach wirklich gelebtes Brauchtum, und schon alleine bei der Jagd, wenn ich eine Gesellschaftsjagd habe ohne Jagdhornbläser, das ist einfach nicht dasselbe. Und es ist ganz wichtig, dass da Jagdhornbläser dabei sind, und gerade diese Bewerbe fördern das Jagdhornwesen ungemein. Es ist also Zusammenhalt spürbar, und ich finde es ganz wichtig, es ist vor allem ein wichtiges Aushängeschild da für alle Nichtjäger. Derzeit ungefähr werden wir sicher 100 Frauen in den einzelnen Gruppen haben. Der Trend ist auch steigend. Viele Frauen also machen oft nur die Jagdprüfung, um auch bei Bewerben und so mitwirken zu können. Wir haben in Niederösterreich haben wir ca. 140 Gruppen, und österreichweit haben wir ca. an die 400. Wobei, wie gesagt, Niederösterreich das größte Bundesland. Wir haben eigentlich die meisten, Gott sei Dank. Rallye Champagne. Ich bin der Meinung, dass solche Wettbewerbe den Standard von einer Jagdhorngruppe emporhebt. Wenn sie nichts machen, wenn sie nicht auf einen Wettbewerb hinarbeiten, dann gibt es keine gescheite Jagdhornmusik. Ich finde schon, dass das wichtig ist, weil da sehen die Gruppen halt, wo sie stehen mit ihrem Können. Zusammenhalten, Freundschaft pflegen, Gaudi haben und ja, musizieren miteinander. Brauchtum, das gehört dazu, und das hält uns für die Schießer ab und für die Jäger, was wirklich nur ausgegangen ist, dass wir es erlegen wollen. Ne? Die jährlichen Wettbewerbe, wo man immer drauf hinprobt, und nachher natürlich die Siegerehrung und das Lustige Beisammensein, nachher dann ist immer lustig.
internationale Jagdhornwettbewerb. Liebe Freunde aus der Schweiz, aus Deutschland, vorwiegend Bayern, Slowenien und Polen, euch allen ein herzliches Grüß Gott und ein ganz besonderes Grüß Gott der Jägervereinigung Ansbach. Sie haben einen besonderen Gast bei Ihnen. Es ist die jüngste Jagdhornspielerin bei diesem Wettbewerb. Sie ist im 87. Lebensjahr, hat mit 72 Jahren das Jagdhorn zu spielen begonnen und sie heißt Ruth Kammermeier von der Jägervereinigung Ansbach. Hier berührt ein ganz besonderer Applaus. Eine Schule, die 150 Jahre alt ist und hier untergebracht ist, wo Jagd unterrichtet wird, wo wir einige Blasmusikkapellen betreiben, Lehrer und Schüler. Ich denke, das ist der richtige Ort. Herzlichen Dank den Weinzierler Jagdhornbläsern. Sie haben unheimlich fleißig gearbeitet. Über 90% davon sind Absolventen der Schule und die Hälfte haben derzeit einen Lehrauftrag. Wie kann man das besser fügen? Und ich freue mich, dass ich so viele positive Rückmeldungen gehabt habe, dass es euch hier gefallen hat. Herzlichen Glückwunsch allen, die sich in der Jagdmusik engagieren und so beitragen, dass Jagd auch ein emotionales, ein Erlebnis für die Seele wird. Dankeschön. Mit diesem Ort verbindet etwas ganz Besonderes. Ich bin hier in diesem Saal 2012 zum Landesjägermeister von Niederösterreich gewählt worden, das erste Mal. Und wenn man da zurückkommt und noch dazu so eine Kulisse wie jetzt, regenbedingt da herinnen, auch wieder erleben darf, dann sind das schon ganz besondere Momente. Wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Ich möchte allen recht herzlich gratulieren. Es gilt das olympische Motto, dabei sein ist alles. Ich darf beginnen mit der internationalen Wertung. 3D Breitenfurter Jagdhornbläser. 2 Bad Wimpsbach Neidharting. Und 1 unsere Gruppe aus Windhag. Blast an!